Wir sind hier im Fachbereich 7.1 Radiometrie mit Synchrotronstrahlung in der Arbeitsgruppe 7.13 UV und VUV Radiometrie an der Metrology Light Source der PTB. Und wir reden heute über die Kalibrierung des Extreme Ultraviolet Imager, ein Instrument des Solar Orbiter, einer Mission der ESA. Der Fachbereich hat über 20 Jahre Erfahrung in Kalibrierung von Instrumenten für die raumfahrtgestützte Sonnenforschung. Diese Projekte finden in gewissen Abständen statt, wenn große Missionen gestartet werden. Die PTB ist ein erfahrener Partner dafür und wird von den entsprechenden Instituten in Fragen der radiometrischen Charakterisierung dieser Instrumente kontaktiert und als Partner für die Kalibrierung der Instrumente mit ins Boot genommen. Das Projekt hat sich über mehrere Jahre erstreckt. Die Messungen fanden in verschiedenen Phasen statt. So wurden die einzelnen Komponenten jeweils einzeln charakterisiert und kalibriert. Es wurde ein sogenanntes Qualifying-Modell, ein Ingenieursmodell zur Test der einzelnen Komponenten untersucht. Und zum Schluss wurde in einer zweiwöchigen Messphase das gesamte Flugmodell hier an der Metrology Light Source mit Synchrotronstrahlung charakterisiert. Die Partner in diesem Projekt sind federführend das Centre Spatial de Liège aus Lüttich in Belgien sowie andere europäische Institute, Forschungsinstitute, die sich mit der Instrumentierung und dem Aufbau von Raumfahrtinstrumenten für die Sonnenforschung beschäftigen, die hier vor Ort mit mehreren Personen während der Kalibrierung anwesend waren. Die Kalibrierung eines solchen komplexen Gerätes in seinem Flugmodell, das heißt in der Version, wie sie bei der ESA abgeliefert und dann auf die Raumfahrtplattform montiert wird, ist immer eine besondere Herausforderung, auch für die Infrastruktur. Wir haben hier einen entsprechenden Reinraum und einen großen Vakuumtank, um dieses Instrument richtig unterzubringen und fachgerecht handhaben zu können. Die Messungen sind immer schwierig, weil es sich um sehr hochwertige Kalibrierungen handelt. Das heißt, wir müssen sehr genau wissen, wie unser Strahl aufgebaut ist, um diese Messungen durchführen zu können. Die Endkalibrierung eines Fluggerätes ist immer einer der letzten Schritte in der Fertigstellung eines Raumfahrtinstrumentes. Das Gerät ist jetzt bereits bei der ESA abgegeben und wird dort für den Start vorbereitet, indem es auf die Satellitenplattform montiert wird. Der Start ist für die zweite Jahreshälfte nächsten Jahres vorgesehen, sofern die Gegebenheiten das zulassen werden. Die Erforschung der Sonne ist nicht ein akademisches Unternehmen. Die Sonne beeinflusst unser alles Leben. Wir sind von der Energie der Sonne abhängig. Eine genaue Messung der Sonnenaktivität ist zum Beispiel notwendig für die Eingangsdaten der Klimaforschung, aber auch für die Vorhersage des sogenannten Space Weathers, das heißt solare Aktivitäten wie Sonnenstürme, die durchaus auch unser Leben auf der Erde im Alltag beeinflussen können. Ein Stichwort wäre der Ausfall von Strom- oder Versorgungsnetzen durch Sonnenstürme. Die Nutzung von Synchrotronstrahlung, wie sie hier in der Metrology Light Source zur Verfügung steht, ist eine weltweit sehr einzigartige Möglichkeit für die radiometrische Charakterisierung von Instrumenten. Die PTB ist hier ein ausgezeichneter Partner für solche Projekte, insbesondere im europäischen Rahmen. Die radiometrische Kompetenz, die die PTB hat, ist ein wesentlicher Faktor, der zur erfolgreichen Kalibrierung solcher Instrumente beiträgt.